Herzlich willkommen zum Digital Heart Business Podcast für erfolgreiche Unternehmer mit Herz. Ich bin Klaus-Stefan Dufner, Digital Transformation Coach, Geschäftsführer eines E-Commerce-Unternehmens und IT-Profi, und ich möchte dich inspirieren, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Und mein heutiger Gast, ich freue mich riesig, ist Cyranus Sven von Staden. Er ist Mentor für Unternehmerinnen, Autor und Speaker, und unser heutiges Thema ist: Mit deiner puren weiblichen Kraft zum Erfolg. Lieber Cyranus, bitte stelle dich doch vor. Gerne. Ich will mal eben ganz kurz, gib mir 2 Sekunden, damit ich es eben auch direkt auf meiner Seite teilen kann. Ich wollte es doch teilen. Wieso macht er denn? Jetzt kommt es. So, jetzt teilen, öffentlich, zack, rein. Dann ist es direkt da, wenn auch ohne irgendwas dazu. Macht aber nichts. So, jetzt komme ich wieder zu dir zurück. Jetzt beantworte ich natürlich auch gerne deine Frage. Ja, mein Name, das hast du schon gesagt, Cyranus Sven von Staden, bin 53 Jahre jung, lebe seit 8,5 Jahren auf Ibiza, meinen Traum hier, und bin Mentor und Mastercoach für einflussreiche Macherinnen, die nicht nur massiv über sich hinauswachsen wollen, sondern, wie du es schon so schön gesagt hast, die endlich ihr pures, weibliches, authentisches Selbst leben wollen, damit sie eben nicht im Business, ganz egal, ob sie angestellt sind oder ob sie selbstständig sind, immer mit Mann auf Augenhöhe erst dann sein können, wenn er sie auch respektiert, weil sie nämlich selber männlich agieren, oder aber weil sie dann eben ja einfach nur gesehen und angesehen werden, wenn sie auf eine Art und Weise unterwegs sind, wie es halt männlich ist. Und das ist halt bei sehr, sehr vielen, gerade erfolgreichen Frauen so. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, weil für mich ganz klar die Zukunft weiblich ist, eben Frauen dabei zu unterstützen, dass sie endlich auf ihre weibliche Art und Weise mit Mann auf Augenhöhe sein können. Ja, das hört sich sehr, sehr interessant an. Und mich interessiert natürlich brennend, wie bist du da überhaupt drauf gekommen? Es ist ein langer Weg, aber ich fange mal tatsächlich mit diesem Weiblichkeitsthema an, weil ich das nämlich so intensiv erst seit Ende 2019 mache. Einerseits, weil ich mich entschieden habe, aus ehemals 80% Frauen, die ich sowieso schon immer als Kundinnen hatte, dann 100% zu machen. Mhm. Ne? Du bist ja auch im Online-Marketing mit unterwegs und weißt, wie wichtig Zielgruppen-Marketing ist, und je enger die Nische da ist, umso besser. Dementsprechend habe ich gesagt, dann kann ich auch direkt auf 100% gehen. Das war aber nicht der ausschlaggebende Grund, sondern der ausschlaggebende Grund war tatsächlich eben, dass wir endlich in ein weiblicheres Zeitalter übergehen. Denn nach 7000 Jahren Patriarchat, wo die Männer eine Menge Gutes gemacht haben, aber auch eine ganze Menge Mist gemacht haben, wird es jetzt Zeit, so sehe ich das zumindest, wirklich mehr die weiblichen Qualitäten in den Vordergrund zu bringen, dass in die Unternehmen mehr Respekt, mehr Wertschätzung, auch in die Familie übrigens, mehr Leidenschaft, mehr Intuition, mehr Empathie, mehr Einfühlungsvermögen, mehr Offenheit, mehr Sensitivität kommt, damit wir einfach ja letztendlich viel mehr auch in die Liebe gehen können, in die Gemeinschaft gehen können. Ne? Während Männer halt mehr die Ellenbogenmentalität haben, auf Wettkampf aus sind, auf Wettbewerb und Konkurrenz aus sind, sind Frauen halt mehr auf Gemeinschaft aus, auf Zusammenhalt, auf Verbundenheit. Und das ist was, was wir gerade jetzt brauchen. Also gerade ne, in den letzten 1,5 Jahren, was ja nun jeder mitbekommen hat, wo wir aufeinander hocken mussten aufgrund der ganzen Corona-Situation. Wenn dann halt eben diese Verbundenheit und das nicht da ist, dann gibt es eine Menge Zoff. Gut, und ja, ich sag mal, die weibliche Kraft spielt da demnach dann ein hat einen großen, großen Anteil am Erfolg in der neuen Zeit. Ja. Das heißt, es findet ja, wir haben es gemerkt, dass Dinge, die jetzt vor 2, 3 Jahren so funktionieren haben, funktioniert jetzt gar nicht mehr, funktionieren völlig anders. Also es ist im Prinzip ja ein kompletter Wandel, der sich jetzt gerade vollzieht auf allen Ebenen. Richtig, ganz genau. Ja. Und deswegen ist es halt umso wichtiger, jetzt die Kehrtwende zu gehen. Wir wissen alle, dass die Normalität, wie sie noch im vorletzten Jahr gewesen ist, nie wiederkommen wird. Die Welt dreht sich schneller, als sie sich jemals zuvor gedreht hat. Und deswegen gilt es halt zu gucken, okay, wo will ich denn hin? Wie will ich denn zukünftig leben? Wie soll mein Lebenskonzept aussehen? Will ich weiter
So vorangehen, wie viele, die erfolgreich sein wollen oder sind, dass sie kämpfen müssen, um erfolgreich zu sein, dass das Leben hart ist und ungerecht und dass man sich hervorbringen muss, wenn man sichtbar werden muss, dass man da-da-da-da macht oder. Oder aber man geht eben diesen anderen Weg, der aus der inneren Kraft herauskommt, aus der inneren Stärke herauskommt, wo ich zu einem Leuchtturm werde, weil ich ein Leuchtturm bin. Mhm. Und nicht, weil ich irgendwelche Rollen spielen muss, weil ich irgendwelche Wirkungsweisen erzeugen muss, um die zu sein, die ich bin. Mhm. Das macht den Unterschied. Deswegen das pure, weibliche, authentische Selbst immer mehr wieder zu integrieren, weil als kleines Mädchen hatten sie das alle noch. Jetzt gilt es halt, das Ganze wieder zu erwecken, sich das wieder zu holen, um eben tatsächlich in, ja, in Leichtigkeit und in Genuss das Leben nehmen zu können. Ja, und ich denke, das hat ja bestimmt auch sehr viel mit Energie zu tun. Mhm. Also, dass jemand praktisch seine Energie ändert. Was passiert denn dann mit der Person, wenn sie jetzt in die weibliche Energie kommt? Oder was verändert sich dann da? Also erstmal das Wichtigste sicherlich, sie muss halt eben keine Rollen mehr spielen, sie muss sich nicht mehr anpassen, sondern sie kann einfach sie selbst sein. Das macht das Leben schon mal viel, viel leichter. Denn das weiß jeder selber, wenn er sich aufgrund von irgendwelchen Situationen eher anpasst, um gesehen zu werden, um geliebt zu werden, oder was auch immer, oder um erfolgreich zu sein, dann ist das enorm anstrengend. Wenn ich aber einfach ich sein kann, ist das Leben leicht. Das ist schon mal so der erste Schritt. Und das hat natürlich auch energetisch, weil du es gerade so schön gesagt hast, was zur Folge, nämlich ich strahle dann das aus, was ich bin. Ich habe also eine entsprechend positive Ausstrahlung, die Wirkung im Außen zeigt. Weil wir kennen das ja alle, ne? Wenn, also dieses klassische Beispiel, du sitzt im Zug oder im Kino, wie auch immer, und es kommt jemand rein und jeder dreht sich um. Warum? Weil da eine Person reinkommt, die absolut tief in sich ruht, die weiß, wer sie ist und was sie ist, die ein, ne, wenn das so schön, wir nennen das immer so schön Charisma, die einfach eine Ausstrahlung hat, die so unglaublich hoch ist, dass das jeder spürt, noch bevor ich sie überhaupt sehe, die Person. Deswegen drehen sich ja mal alle um. Und das ist halt was, wo ich nicht irgendwie Xing Shang Chong machen muss, sondern das ist etwas, was ich in mir und aus mir heraus erzeugen kann, wenn. Und das ist die Voraussetzung, ich an mir arbeite. Ja, und das wird natürlich spannend. Also was können denn jetzt Frauen oder auch Männer tun, damit sie diese weibliche Kraft mehr zu sich ziehen oder ihre Energie verändern können und höher schwingen letztendlich dann? Also erstmal ganz schön, dass du es gesagt hast. Es geht natürlich nicht nur darum, dass Frauen mehr ihre weiblichen Qualitäten leben, sondern auch die Männer. Und zwar nicht, dass sie dann von den anderen Männern als Weichei oder was auch immer abgetan werden, sondern dass sie das eben auch tun aus einer völligen Selbstverständlichkeit heraus. Und das ist bei Frauen nicht anders. Je selbstverständlicher ich mich lebe, umso weniger negative Resonanz kriege ich ja auch vom Außen. Das ist ja auch so ein schönes quantenphysikalisches Gesetz, ne? Wie im Innen, so im Außen. Wenn ich im Innen unsicher werde, wird das im Außen gespürt und dann kriege ich schon eher mal einen reingewürgt, einen dummen Spruch oder was auch immer, als wenn ich einfach diese Souveränität ausstrahle. Deswegen ist es so enorm wichtig, nicht mein äußeres Umfeld zu verändern, sondern hier bei mir selber anzufangen. Ja, du hast ja gesagt, du bist auch bei Joe Dispenza und machst da ganz viel. Von daher kennst du die Dinge sicherlich, dass wir einfach in den ersten 4 bis 6 Jahren unsere extremste und stärkste Prägungszeit haben. Warum? Ganz einfach, weil unser neuronales Netzwerk noch nicht so ausgeprägt war, um eigenes Bewusstsein aufzubauen. Das heißt, alles, was die Erwachsenen uns damals gesagt haben, wer wir sind, was wir zu tun haben oder auch nicht, was wir machen sollen oder auch nicht, wie wir sein sollen oder auch nicht, wie die Welt ist oder auch nicht, all das nehmen wir ungefiltert auf und das wandert sofort ins Unterbewusstsein. Heißt, wir haben eine Prägung, eine Konditionierung, eine Programmierung, ne, bist ja wieder, wir haben eine Programmierung, die immer wieder völlig automatisch abgerufen wird, ohne dass wir irgendwie darauf reagieren. Gehen wir aber in uns und finden heraus, warum bin ich denn so, wie ich bin, dann erkenne ich vielleicht, okay, damals, als ich 2 Jahre alt war, hat meine Mutter mir immer aufgezeigt,
Frauen stellen sich nicht in den Vordergrund. Frauen sind zu Hause, Frauen kochen oder was immer. Ich gehe mal bewusst in so ein Klischee rein, weil das am einfachsten wahrzunehmen ist. Was lernt die Kleine also? Okay, Papa geht das Geld verdienen und Papa ist derjenige, der erfolgreich ist. Frau ist zu Hause, kümmert sich um die Familie, kümmert sich um die Kinder, kümmert sich um die Wohnung, was auch immer. Damit geht sie raus in die Welt, wird älter und älter und älter. Und jetzt irgendwann kommt sie auf die glorreiche Idee, weil sie studiert hat, jetzt werde ich erfolgreich. Funktioniert nicht. Weil ja dieses Programm weiterhin auf Autopilot läuft und sagt, nee, erfolgreich sind die Männer. Also kann sie tun und lassen, was sie will. Sie wird niemals auf den grünen Zweig kommen, auf den sie kommen könnte, wenn sie ein anderes Mindset und auch Emotionset hätte. Und das ist sowas, wo ich für mich anfangen kann, um erstmal herauszufinden, woraus besteht eigentlich meine Programmierung? Welche Prägungen habe ich mir in meiner Kindheit angeeignet, die heute noch so funktionieren, wie sie funktionieren? Und dann kann es sein, dass daraus halt eben irgendwelche Ängste und Zweifel entstanden sind, Sorgen entstanden sind und so weiter und so fort. Und die zu verändern, verändert sehr viel im eigenen Leben und dann natürlich auch Thema Energie im Leben auch der Familie. Ne? Weil wenn ich wachse, dann gucken sich die Kinder wieder was ab von mir, was sie dann mitnehmen für ihr Leben. Und wenn ich Glück habe, nickt der Partner auch ab und sagt, cool gemacht, will ich auch. Ist leider nicht immer so, aber je nachdem, was für eine Partnerschaft ich halt habe, tut es der Partnerschaft einfach sehr gut. Als Beispiel, wenn ich mir erlaube, immer mehr meine Weiblichkeit auch in einer Beziehung zu leben, hat der Mann die Chance, mehr seine Männlichkeit zu leben. Oftmals wünschen sich Frauen, die kraftvoll und machtvoll unterwegs sind, natürlich auch einen Kerl an ihrer Seite. Das funktioniert aber nicht, weil wir haben ja dieses Yin-Yang-Gefüge. Wenn die Frau schon so viel Yang-Energie hat, wie soll der Mann das denn auch haben? Haben sie es beide, knallt es natürlich ziemlich auf. Das will keiner, deswegen suchen sich oftmals solche erfolgreichen Frauen eher einen weicheren Mann. Und wundern sich dann, dass er aber eben nicht der Kerl ist, bei dem ich mich mal anlehnen kann. Und versuchen dann irgendwie dem Mann zu sagen, ey, mach doch mal einen Männerkurs oder dies oder das oder jenes, was natürlich völliger Schwachsinn ist, weil ich bei mir anfangen muss. Gehe ich vor, gehe ich in meine Weiblichkeit, lebe ich weibliche Werte und Qualitäten aus, hat der Mann die Chance, seine männlichen Qualitäten auszuleben. Und dann kommt die Beziehung auch in eine gesunde Balance. Ja, also das glaube ich dir aufs Wort. Also vielleicht nochmal zurückzukommen auf die Sprüche aus der Kindheit. Also bei mir war es so, ich habe sehr viele männliche Sprüche immer hören müssen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz, ist so ein Spruch, sage ich mal, und ja, man schaut ja dann immer, beobachtet, und natürlich schaut man immer mehr vom Vater ab wie von der Mutter, und wahrscheinlich die Frau schaut oder das Mädchen schaut mehr von der Mutter ab wie vom Vater, wobei, ja gut, schaut von beiden dann wahrscheinlich ab, aber wie du sagst, sobald es Richtung Geld, Job geht, wird eigentlich dann nur der Vater wahrscheinlich gescannt und wahrgenommen, wie er es macht. Wenn das so in der Familie auch ist. Es ist ja glücklicherweise in vielen Familien mittlerweile anders. Doch nehmen wir ein anderes Beispiel. Beide sind berufstätig. Ist ja mittlerweile auch selbstverständlich geworden. Was lernt das Kind? Erfolgreich sein heißt, ich bin alleine. Ich kriege nicht die Liebe und die Aufmerksamkeit, die ich mir so sehr wünsche. Macht es Sinn, erfolgreich zu sein? Nein, nicht wirklich, weil bin ich ja wieder alleine. Das ist sowas, worüber wir uns keinen Kopf machen, was aber auf Autopilot weiter immer wieder dafür sorgt, dass wir Begrenzungen in uns tragen, die uns nicht in den Erfolg kommen lassen, wie wir gern wollen. Wenn ich aber mir immer mehr auf die Schliche komme, so sage ich das immer sehr gerne, mich immer mehr selbst erforsche, immer mehr herausfinde, warum ich so bin, wie ich bin, kann ich mir auch immer mehr erlauben, eben meine eigene Authentizität, meine eigene Wahrhaftigkeit zu leben. Und wenn ich das tue, dann passiert etwas. Und das, was ich mit eben vielen erfolgreichen Frauen mache, ist, ihnen aufzuzeigen, wie sie es schaffen, in ihrem Business, völlig egal, ob angestellt oder selbstständig, wie sie in ihrem Business mit ihren weiblichen Qualitäten punkten können. Und zwar ohne das Gesicht zu verlieren.
Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Da könnte ich Stories von meinen Kindern erzählen. Das ist einfach großartig. Wie sie vor allem dann auch Leuchtturm für Kolleginnen werden und für die, die selbstständig sind, teilweise sogar Leuchtturm für Kundinnen werden. Mhm. Und das ist natürlich mega geil. Richtig, richtig gut. Ja, klasse. Nee, also das glaube ich aufs Wort, dass da also sich sehr viel tut und das ja auch ein riesen Bereich ist, wo sehr viele Leute ja auch unterwegs sind und merken, dass sie nicht weiterkommen, dass irgendeine Leitplanke sie immer wieder zurückhält. Diese Limitierungen aus der Kindheit, die sind ja sicherlich im Unterbewusstsein. Wie würdest du da, welche Techniken wendest du an oder wie kommt man da dran? Also du hast gesagt, das Erste ist ja das Beobachten, dass man es feststellt. Aber dann ist ja, wie kann ich es dann ändern, wenn ich es verändern möchte? Ich arbeite da mit meiner Transformationsmethode Quantum Energy, die ich in 2009 begründet habe. Eine der neuen Transformations- und Heilweisen, die auf der Basis von Informationsmedizin und Energiepsychologie arbeiten. Das heißt, ich nehme die Psyche ganz bewusst immer mit rein. Ich arbeite nicht nur energetisch. Die Kombination ist das, was eine wirkliche Veränderung hervorruft. Und damit kann ich innerhalb Sekunden teilweise Themen auch lösen. Hm. Du kennst es selbst von deiner Arbeit, du kennst es von Joe Dispenza auch. Und das ist halt was, wenn ich überlege, wie lange damals Transformation gedauert hat und wenn man sieht, wie schnell das heute geht, das ist einfach großartig. Deswegen ist es einfach wichtig, Quantum Energy hat so einen Dreiklang aus erstens verstehen, zweitens verändern und drittens handeln. Das erste Verstehen hatten wir vorhin, das heißt, ich komme mir selber auf die Schliche. Wenn ich mir auf die Schliche gekommen bin, dann kann ich in die Veränderung gehen. Und wenn ich in die Veränderung gehe, kann ich natürlich danach in die Umsetzung in meinem Lebensspiel gehen. Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Methode, um das abzukürzen, weil ich sage, viele Leute sind ja Jahrzehnte auf Autopilot, merken irgendwie, es klappt irgendwas nicht. Im schlimmsten Fall signalisiert dann sogar der Körper, dass es so nicht mehr weitergeht in Form von Krankheit oder Einschränkungen. Und die Leute sind ja dann heilfroh, wenn du denen die Abkürzung zeigen kannst oder das aufspüren kannst, so ein Programm, und das dann bereinigen kannst für immer. Das ist ja auch das Schöne bei Quantum Energy, dass das ja nachhaltig ist, dass das dann nicht täglich nachgeputzt werden muss, sondern wenn man es wirklich richtig gefasst hat und transformiert hat, dass das dann wirklich für immer weg ist dann und nicht mehr kommt. Ja, und das, was Quantum Energy einfach auch schafft, ist sehr schnell sehr tief zu gehen. Das heißt, wir arbeiten nicht an der Oberfläche, sondern wir gehen über bestimmte Fragetechniken sehr schnell, sehr tief, sodass wir an den Kern des Übels kommen. Und das kann man sich vielleicht vorstellen, wenn ich nicht zwiebelmäßig alles runterarbeite, hier Glaubenssatz, da eine Angst, hier ein Zweifel, sondern direkt runtergehe an den Kern, dann lösen sich natürlich alle Themen, die oben drüber liegen, automatisch mit. Und das ist einfach wow, das ist schön. Und deswegen geht eben diese Arbeit sehr schnell, vorausgesetzt, ich bin bereit, diesem Weg auch zu folgen. Das macht ja auch nicht jeder. Ja, ich glaube, man muss oder man darf bereit sein, sich zu verändern. Man darf nicht sagen, ich möchte mich verändern, es muss aber alles gleich bleiben, dann geht es nicht. Also man muss es schon wirklich wollen und dann, klar, es ist ja auch ein Schritt ins Unbekannte dann für viele Leute, weil ich denke, es kann ja auch Angst machen, wenn du den Schritt gehst und weißt nicht, ja, was passiert denn dann? Also ich stelle es mir jetzt mal vor, eine Angestellte Dame, die da jetzt jeden Tag ihren Mann steht, in Anführungszeichen, die vielleicht jetzt eine Karriere gemacht hat und dann erkennt, ja, ich möchte mehr Weiblichkeit reinbringen in meinen Alltag, dann ist es ja schon ein gewisses Risiko oder was Unbekanntes für sie ja auch, was ja auch Angst machen kann, weil sie ja dann nicht weiß, wie reagieren die Kollegen, wie reagieren die männlichen Kollegen, werde ich überhaupt noch respektiert, verliere ich mein Gesicht, wie kannst du sie da unterstützen und ermutigen, dass sie den Schritt dann trotzdem geht? Deswegen ist halt wichtig, wenn ich diese, ich nenne sie mal innere Sicherheit noch nicht habe, sie mir anzunehmen. Auch das ist mit Quantum Energy gar kein Thema, das eigene Selbst, ne? Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstliebe und Selbstsicherheit zu stärken in der Form, bis ich halt wirklich in mir merke, so wow, da ist jetzt eine innere Stärke vorhanden, da ist so eine innere Kraft, ich sage auch mal bewusst eine innere Macht. Und viele haben ja immer Angst vor diesem Begriff Macht, aber letztendlich geht es nur darum, die eigene innere Macht auch zu leben. Wenn ich die habe, dann muss ich mir da im Unternehmenskontext auch keine Gedanken mehr machen. Wenn ich mich aber unsicher fühle, dann lasse ich mich natürlich schnell von meinem Außen leiten und gehe dann wieder in das Alte zurück.
weil es einfacher ist, mit dem Alten zu arbeiten, selbst wenn es unangenehm ist. Aber trotzdem ist es einfacher, als wenn ich halt rausgehe und diesen neuen Weg gehe. Und das ist der Grund, warum ich eben auch hauptsächlich mit erfolgreichen oder einflussreichen Macherinnen arbeite, weil die sind das gewohnt. Ja gut, also die sind ja dann auch heilfroh und dankbar, wenn sich da was tut und sie auch vielleicht ein Stück weit sich nicht verstellen müssen, was Energie kostet und eigentlich ihrs sein dürfen, also auch ihre Persönlichkeit dann letztendlich ausleben, ohne irgendwas vorschieben zu müssen. Was mich interessieren würde, was sind denn für dich deine drei wichtigsten Werte in deinem Leben? Also der höchste Wert ist für mich emotionale Freiheit. Aha. Nicht generell Freiheit, was viele haben, sondern emotionale Freiheit, weil emotionale Freiheit heißt, mich frei von den Resonanzen im Außen zu machen. Das heißt, ich hatte das heute Mittag im Interview für einen Online-Kongress, wo mir eine Frau auch, oder wo sie mich gefragt hat, wie machst du das, wenn du getriggert wirst? Oder so, habe ich kaum noch. Also, dass mich was triggert, da muss echt schon viel passieren. Gibt nicht viele Menschen, die das noch bei mir können. Aha. Einfach, weil ich innen drin schon so viel aufgeräumt habe. Das heißt nicht, dass ich durch bin, aber einfach sehr viel aufgeräumt habe. Und deswegen ist emotionale Freiheit für mich an Nummer eins. Dann ist es auf jeden Fall Respekt und Wertschätzung. Und als drittes mittlerweile immer mehr Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit in allen Bereichen des Lebens. Und das zieht natürlich Authentizität, Kongruenz, all diese Dinge noch nach sich, weil ich habe früher so viele Rollen gespielt, um gesehen zu werden, um anerkannt zu werden, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil ich mit meiner weichen Art, die ich früher schon hatte, einfach immer Außenseiter gewesen bin. Und irgendwann, nachdem mir das, als ich schon selbstständig war, auch einige vorgehalten haben, hey Sven, du bist ja dann selbst, habe ich irgendwann gesagt, das geht so nicht mehr. Deswegen habe ich angefangen, extrem an der Echtheit, an der Authentizität zu arbeiten und kann heute wirklich für mich sagen, Wahrhaftigkeit ist für mich so unglaublich wichtig geworden. Übrigens auch vom Finanzamt oder Verähnlichen, wo man gerne mal ein bisschen anfängt zu schummeln, weil ich sage, wenn ich da schon anfange, wo geht das Ganze dann weiter? Also deswegen kann man mich wirklich auch ernst nehmen, wenn ich was sage, dann meine ich das auch so. Dann kann es vielleicht passieren, dass ich es aufgrund der vielen Dinge mal vergesse, aber ich meine es trotzdem so. Und das ist halt was, was ich gerade in der heutigen Zeit so unglaublich wichtig finde, dass wir da immer mehr hinkommen. Ja, das sind so die drei, die, wo ich jetzt sagen würde, jo, that's it. Gut, was ja eigentlich immer interessiert, wenn es ums Thema Energie geht, ist ja auch das liebe Geld, was jetzt zurzeit gerade die Energie ist, die ja zum Tausch genommen wird. Wie steuerst du dann den Energiefluss zu dir energetisch? Weil ich denke, da hast du bestimmt ja auch bestimmte Techniken. Ja, ich kann es energetisch angehen. Das ist für mich aber Schritt 2 oder 3. Der erste Schritt ist auch da, wie wir es vorhin schon mal gesagt haben, welches Money-Mindset habe ich denn? Was habe ich denn damals als kleiner Junge, in meinem Fall, über Geld, über Reichtum, über reiche Menschen und dann dazu passt natürlich auch über das Thema Erfolg gelernt. Und wenn ich da gucke, war das bei mir so, meine Eltern sind Anfang der 60er Jahre aus Ostdeutschland, aus der DDR geflohen in den Westen, dann ist erst mein Bruder geboren worden, 63, 68 bin ich geboren worden, wir haben im Hochhaus gewohnt, das heißt, ich habe, und meine Eltern haben, weil sie im Krieg geboren wurden, auch nicht viel mitbekommen, was Liebe angeht, das heißt, ich wurde in vielerlei Hinsicht im Mangel hineingeboren und das hat mich natürlich extrem geprägt. Ich wollte dann immer der Besondere sein, ich wollte der Top-Speaker in der Szene sein, ich wollte Millionär sein und alles. Das hat aber nie funktioniert, weil mein Mindset dafür gar nicht ausgelegt war. Also habe ich auch da wieder angefangen und ich sage wieder bewusst Mind- und Emotion-Set, weil Mindset allein nicht genügt. Ich muss vor allem die emotionalen Programme da drin auch entsprechend verändern, weil die mich ja auch steuern. Und nachdem ich das geklärt habe, war der Weg frei. Und dann kann ich tatsächlich auch energetische Übungen dafür verwenden, um den Geldfluss wieder zu erhöhen, dass es auch tatsächlich zu mir fließt, weil vielfach, wenn ich mit anderen daran arbeite, dann sieht man, dass der Geldfluss, hatte ich vor ein paar Tagen gerade, dass der kommt und wumm, so richtig schön an der Seite vorbeifließt, und dann kann man lange aufs Geld warten, funktioniert halt nicht. Und das halt lässt sich relativ leicht verändern. Das ist dann für mich wirklich der nächste Schritt. Und es gibt einen Schritt dazwischen, den möchte ich gerne einbringen, den ich vorhin schon hätte ansprechen können bei Quantum Energy. Das ist nämlich das, warum Quantum Energy nachhaltig ist. Alles,
im Leben hat einen Sinn. Es gibt im Universum keinen Zufall, weil Zufall ist das, was uns zufällt. Mhm. Und wenn ich das verstanden habe, dann hat auch mein Geldproblem einen Grund. Dann haben meine Schmerzen einen Grund. Dann haben meine Beziehungsprobleme einen Grund. Alles hat einen Grund. Und jetzt nehmen wir mal an, achso, und dieser Grund ist zu 99,95% dazu da, dass uns das Thema, was wir haben, das Problem, was wir haben, darauf hinweisen will, dass in unserem Leben was nicht funktioniert. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir finden heraus, was das ist. Worauf uns dieses Thema hinweisen möchte, was in unserem Leben nicht funktioniert. Und wir würden das tatsächlich verändern. Was würde passieren? Das Thema wäre obsolet. Das heißt, der Glaubenssatz, der mich an Geld gehindert hat, wäre obsolet. Die Schmerzen wären obsolet. Mein irgendwie nicht vorankommen wäre obsolet. Also darf der Fluss von ganz alleine kommen. Und das ist die Nachhaltigkeit, von der du vorhin auch gesprochen hast. Weil wir nicht nur herausfinden, worauf uns das Thema hinweist, sondern sogar das Ego, was uns ja im Regelfall von den Veränderungen abhält, vom Manipulierer zum Unterstützer macht. Das schaffen, dann ist wirklich der Weg frei für die Veränderung, fürs Handeln und dann kann die Energie auch entsprechend frei fließen. Ja. Davon abgesehen, ne, Thema Digitalisierung, das ist ja dein Ding, während viele erst auf den Zug aufspringen mussten und dann vielleicht sogar auch gescheitert sind, sprich erfolgreich gescheiter geworden sind, sind sie aber leider auch in die Insolvenz gegangen, weil sie eben zu spät es erkannt haben. Ich kann für mich sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, für mich war die Corona-Zeit die erfolgreichste Zeit meines Lebens. Ja, für mich auch, definitiv. Ich habe schon vor 10 oder vor 12 Jahren angefangen mit der Digitalisierung und konnte von daher natürlich sehr schnell dahin gehen und den Menschen auch helfen. Und das war einfach echt großartig. Ja, ja, also definitiv ist das, ja, ich sage mal, was gewesen, was natürlich die Digitalisierung sehr stark nach vorne gebracht hat. Und ich denke aber, wichtig ist auch immer bei der Digitalisierung, dass das Herz und das Hirn nicht auf der Strecke bleibt. Das heißt, nur mit Technik funktioniert das nicht. Du hast es angesprochen, sind viele auch gescheitert, weil sie einfach blind ein Programm einführen, ohne zu denken und ohne zu fühlen, was das Programm eigentlich bietet oder was es für einen Mehrwert dann, ja, für einen Sinn überhaupt macht. Nur weil es alle machen, brauche ich es nicht machen, wenn es nicht passt. Was mich auch noch interessieren würde, ist das liebe Ego, weil immer wenn es ja Richtung Veränderung geht und man sich überlegt, ich möchte jetzt was verändern in meinem Leben, kommt ja eigentlich sofort das Ego und möchte einen beschützen und möchte einen klein halten und möchte das einem ausreden. Wie gehst denn du mit deinem Ego um? Weil du hast ja auch eine sehr starke Transformation hinter dir die letzten Jahre. Also erstmal ist ganz wichtig, es gibt ja viele, gerade in spirituellen Traditionen, die das Ego auflösen wollen, was ich was machen wollen. Das funktioniert für mich nicht, weil das Ego zu uns gehört, es ist ein Teil unserer Selbst. Und wenn wir dieses Ego dann überwinden wollen, auflösen oder Sonstiges wollen, würden wir einen Teil unserer Selbst auflösen. Das geht für mich nicht, das ist das eine. Weil das alles, was von uns ist, deswegen alles, was wir so wegdrücken, Ängste, Zweifel, unsere tiefsten Schattenthemen, ich gucke mir jeden Scheiß an, der bei mir nicht funktioniert. Und wenn er noch so sehr wehtut, ist mir echt egal, weil ich es wissen will. Ich will wissen, was ist das, was mich da so sehr in die Angst bringt, in Schmerz bringt oder vielleicht so schlimm ist, weil es mich damals als kleiner Junge zu einem Trauma gebracht hat, dann gucke ich mir auch dieses tiefe Trauma an. Weil erst, wenn ich das hochhole und auch zu einem Teil von mir mache, also nicht mehr ablehne, sondern integriere, sogar in mein Herz, in meine Liebe hole, kann eine Veränderung stattfinden. Und das ist mit dem Ego halt genau das Gleiche. Das Ego ist ein Aspekt von mir. Das Einzige, und das ist das Wichtige, nicht mein Ego soll mich steuern, sondern ich steuere mein Ego. Das wird es aber erst dann zulassen, wenn es von mir auch geliebt wird. Denn ansonsten wird es natürlich immer dagegen kommen. Das ist völlig normal, das kennen alle, die Kinder haben. Wenn ich mein Kind wegdrücke, weil ich gerade keine Zeit habe, wird die Stimme irgendwann immer lauter. Das ist normal, weil Kinder sich dann abgelehnt fühlen. Das ist mit dem Ego nicht anders. Deswegen bitte Ego integrieren und in die Liebe holen. Das ist das eine. Das zweite ist,
dass unser Ego ja nur eben einen einzigen Grund hat, warum es überhaupt in unser Leben ist. Das wissen die meisten nicht. Die meisten glauben immer, wie du so schön gesagt hast, das Ego will uns daran hindern, groß zu sein oder. Nein, will es nicht. Das Ego, du hast es mit oder beschützen schon gesagt, ich gehe den Schritt weiter, will unser Überleben sichern. Mhm. Das ist die eine einzige Aufgabe, die unser Ego hat. Und dafür tut es alles. Und das Ego kennt jede kleinste Strategie, die dich aus deinem Konzept bringt. Warum? Ganz einfach, weil es sie wissen muss. Denn jede Veränderung, die wir angehen, ich muss kurz ausholen, der Ego ist in den kindgefahrenen Strukturen noch gefangen. Das Ego ist niemals erwachsen geworden. Mhm. Es handelt also immer noch aus den kindlichen Strukturen heraus, aus den Prägungen heraus. Für ein kleines Kind kann, muss nicht, Veränderung Angst machen. Mhm. Ne, wenn dem Beispiel, ich bin 2 Jahre alt, die Eltern freuen sich, hey, wir ziehen um in ein viel größeres Haus. Das Kind hat sich aber gerade an dieses Zuhause gewöhnt und muss jetzt ganz woanders hin. Veränderung macht Angst. Und wenn das Ego mit sowas gesteuert ist, wird es natürlich jede kleine Veränderung rückgängig machen wollen, weil sie könnte zum Tode führen. Mhm. Das ist jetzt sehr abstrakt gedacht. Das Ego denkt aber nicht so. Das Ego handelt entsprechend. Und deswegen gilt es, das Ego eben vom Manipulierer zum Unterstützer zu machen. Dafür gibt es eben in Quantum Energy eine ganz wundervolle Übung, die nennt sich Kontaktaufnahme, mit der wir das sicherstellen können. Und deswegen, wenn wir das machen, wenn wir das Ego vom Manipulierer zum Freund machen, wird es uns nicht länger aufhalten, die Dinge anzugehen, die jetzt anstehen. Und da ist es das, was du gesagt hast. Ne? Viele vergessen, wenn sie in ein Business gehen, das Herz mit einzubringen. Mhm. Und ich gehe sogar noch den Schritt weiter. Das ist ja, ne, du machst es auf deine Art und Weise auch. Ich begleite ja auch Menschen, Frauen in ihrem Gründungsprozess, dass sie sich selbstständig machen. Und ich begleite Frauen nur dann, wenn sie das auf Basis ihrer eigenen Bestimmung oder ihres Seelenplanes machen. Weil dem Herzen zu folgen ist schon schön. Das fühlt sich schon mal gut an. Wir haben einen Grund, warum wir hier sind. Wir haben einen Lebenszweck. Ne, den Zweck der Existenz, wie heißt er noch? Ich habe mir seinen Namen nicht ein, wie er auch so schön nennt. Ist aber letztendlich auch egal. Lebensaufgabe, Bestimmung. Mhm. Und wenn wir dem folgen, folgen wir immer unserem Stern, dann folgen wir immer unserem höchsten Gut. Dann können wir gar nicht anders, in Klammern vorausgesetzt, wir haben hier wieder aufgeräumt zwischen unseren beiden Ohren, dann können wir gar nicht anders, als erfolgreich zu sein. Dann können wir gar nicht anders, als dass das Universum uns alle Energien gibt, die wir brauchen, um diesen Zweck der Existenz zu erfüllen. Und wenn wir das als unser Business machen, gibt es keinen Grund mehr, nicht erfolgreich zu sein, es sei denn, ich habe halt noch nicht gut aufgeräumt in meinem Keller. Ja, also wenn ich dann Vollgas gebe mit der Handbremse drin, dann wird es schwierig. Dann raucht es. Ja, definitiv. Und wenn ich tatsächlich, weil irgendwie ich mir nicht dessen bewusst geworden bin, tatsächlich damals gesehen habe, Papa verdient Geld, Mama nicht, dann kann ich noch so sehr meinem Herzen folgen, kann ich noch so sehr meiner Bestimmung folgen, ich werde nicht erfolgreich damit werden. Weil ich habe mir das damals mit meinen beiden Augen, mit meinen Ohren, mit allen Sinnen quasi, habe ich wahrgenommen, erfolgreich ist der Mann. Ja. Ja, und hinzu kommt ja noch, dass die Männer, also gerade früher oder auch heute noch, oft über Grenzen gehen und wirklich sich komplett vergessen, damit sie irgendwas erreichen, irgendein Projekt oder irgendeine Arbeit fertig kriegen. Und dann irgendwann macht's Peng und dann ja, hat man viel Zeit, bis man wieder auf dem Level ist, dass man Spaß hat im Leben und alles wieder funktioniert. Ja, guck mal, das Thema Burnout ist ja noch gar nicht alt. Den Begriff gibt es ja noch gar nicht so lange. Mhm. Aber ich habe das 1992 erlebt. Mein Vater ist 2 Tage vor Weihnachten in den Folgen eines Herzinfarktes gestorben. Mhm. Und ich weiß, dass er sich totgearbeitet hat. Weil er halt einfach seiner Familie, so ein klassischer Vater war, er noch seiner Familie das Beste geben wollte. Also immer mehr Überstunden machen, ähnliches, um irgendwann in der Rente sich dann ein schönes Leben zu machen. Er war 54, als er gestorben ist. Also ich bin sehr gebrandmarkt, was das Ganze angeht. Und deswegen achte ich da schon sehr drauf, was mich aber trotzdem fast in einen Burnout gebracht hätte, als ich nämlich nicht auf mich geachtet habe. Und deswegen
gilt es genau das, was du sagst, sich auch anzuschauen, egal ob Mann oder Frau übrigens. Ne? Sehr, sehr viele Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, waren schon im Burnout. Und das fängt leider mittlerweile schon in der Kindheit an. Wie viele Kinder sind in der Schule schon im Burnout, weil sie immer die Besten sein wollen, weil sie perfekt sein wollen oder. Und setzt sich dann natürlich im Erwachsenenalter auch entsprechend fort. Und gerade wenn ich mir die neue Generation angucke, diese junge Generation, ich habe da so ein paar Mentoren gehabt, wo ich denke, ganzen Tag Seminar und danach noch 3 Stunden am Handy weiter Online-Marketing betreiben. Das ist schon krass. Klar, wenn ich jung bin, kann ich mir sowas erlauben, weil der Körper noch viel besser kann, aber es ist Raubbau am Körper. Und irgendwann, das ist meine Erfahrung, rächt sich das. Und auch da ist die weibliche Qualität eine andere, weil natürlich Frau aus ihrer Konstitution als werdende Mama oder vielleicht auch schon vorhandene Mama natürlich auf die Familie guckt, hat sie Antennen dafür, geht es meinen Kindern gut oder nicht? Also hat sie auch dann eher Antennen für sich, geht es mir gut oder nicht? Vorausgesetzt, sie nutzt diese Antennen. Ja, hat sie nicht maskuliniert Genau. und abgeschraubt? Ja, richtig. Ja, klar. Ja, gut, du hast es angesprochen. Mentoren, wer sind denn so deine bedeutendsten Mentoren oder wer hat dich am meisten geprägt? Magst du das erzählen? Ja, eine Mentorin habe ich noch, das ist die Sigrun, mir fällt der Name nicht ein, weil es ein isländischer Name ist, den ein Mensch so nicht aussprechen kann. Aber die rote Sigrun, wenn man mal googelt, findet man sie. Die ist sehr, sehr erfolgreich im Bereich des Online-Business. Dann ist mein Ex-Mentor, wo wir im Mai fertig geworden sind, nach 2 Jahren, Raho Bornhorst. Auch Bereich Online-Marketing, aber auch noch viel weitergehend, auch Persönlichkeit. Er hat mich extrem ins Unternehmerbewusstsein nochmal reingebracht. Er hat mich, weil er mich extrem gefordert hat, in meine Männlichkeit reingebracht. Da hatte ich gar keine andere Chance. Dann Tony Robbins ist einer meiner Mentoren gewesen. Richard Bandler, weil ich damals 2003 bei ihm auch die Trainerausbildung, NLP-Trainerausbildung gemacht habe. Torben Platzer. Torben Platzer, der mich im Bereich Personal Branding nach vorne gebracht hat. Ich noch irgendjemanden vergessen? Ich glaube, das waren sie erstmal. Also es gibt sicherlich noch mehr, weil das sind ja nicht Mentoren, sondern sind Lehrer gewesen. Da habe ich einige mehrere noch. Aber zumindest was Mentoren angeht, sind das die gewesen, ja. Was mich auch noch interessieren würde, wie startest du deinen Tag und warum? Warum? Weil es ans Aufstehen geht? Warum so? Warum du denn Ja, dann genau. so startest? Ganz einfach, ich stehe auf und das Erste, was ich mache, ist meditieren. Zwischen 30 und 60 Minuten, im Augenblick ungefähr einmal 1 Stunde, um mich auf den Tag einzutunen, du hast von Energie gesprochen, um aus der weiblichen Art und Weise ins Empfangen zu gehen. Also nicht männlich machen, 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 das habe ich über 40 Jahre gemacht, sondern wirklich mich zurückzulehnen, ins Empfangen reinzugehen. Ne? Das, was Joe Dispenza beispielsweise ja auch macht. Weil wir einfach wissen, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das ist ein quantenphysikalisches Gesetz. Viele kennen es auch als Law of Attraction, Gesetz der Anziehung, ist genau das gleiche, nur anders tituliert. Und das funktioniert. In Klammern, vorausgesetzt, ich habe mein Mindset unter Kontrolle. Und das mache ich halt jeden Morgen sehr intensiv, gehe in Kontakt mit meinem höheren Selbst, gucke, was ist dran. Ich habe eine ganz wichtige Frage, die ich morgens immer stelle: Was ist heute der beste Gebrauch meiner Zeit? Und da stelle ich nicht dem hier, sondern da stelle ich meiner Intuition oder in meinem Fall meinem höheren Selbst, um einfach zu sehen, okay, was ist heute dran? Was steht heute an? Danach gehe ich raus ins Meer. Ich Ah, habe super. den Vorteil, dass das Meer 50 Meter entfernt ist bei mir. Da kann ich direkt reinschwimmen. Ich schwimme dann meine Bahnen hier. Dann nehme ich mir Zeit für mich. Es kommt irgendwann ein gesundes Frühstück. Nicht immer gesund, aber immer mehr. Und dann fange ich um 12 Uhr an zu arbeiten. Cool. Das habe ich mir auch geholt. Das ist noch nicht lange her, dass ich das mache. Ich habe seit vielen Jahren, fange ich erst seit 10 Uhr an. Und ich habe es jetzt, habe mein Unternehmen umstrukturiert, habe mein Team weiter ausgebaut, sodass ich tatsächlich erst um 12 Uhr anfangen kann, damit ich die Zeit morgens, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt für Unternehmer, morgens entweder für mich nutze, nur für mich, um mehr Zeit für mich zu haben, und aber auch, um immer mehr am Unternehmen zu arbeiten, weil ich vor einem Vierteljahr in etwa
bemerkt habe, dass ich echt zu 95% im Unternehmen gearbeitet habe. Und ich habe 2005 als Berater schon Unternehmern gesagt, sorge dafür, dass du nicht 80% im, sondern 80% am Unternehmen arbeitest. Und durfte dann feststellen, dass ich meiner eigenen Aussage nicht ganz wahrhaftig gefolgt bin. Das war der Grund, warum ich jetzt komplett systematisiere, Controlling-System einbaue, strukturiere, automatisiere und so weiter und so fort. Immer mehr feintune, sodass ich genau weiß, an welchen Schräubchen muss ich nur noch Feintuning betreiben, damit es noch einfacher, erfolgreicher wird. Und das ist was, was ich natürlich, also ich, alles, was ich bekomme, was ich mir selber erarbeitet habe, aber auch was ich von meinen Mentoren bekomme, gebe ich auch meine Kundinnen weiter, weil ich will, dass sie möglichst schnell selber erfolgreich werden. Das heißt nicht, dass sie, wie so viel da draußen gesagt wird, du kommst, ne, innerhalb von einem Jahr kannst du sechsstellig oder siebenstellig Ja, kriegen. genau. Bullshit. Ich glaube, mittlerweile haben die meisten verstanden, dass das schön ist, aber nur extrem wenige wirklich schaffen. Es geht. Steht völlig außer Frage. Wir haben einige Beispiele, die das gezeigt haben. Und trotzdem ist aber der Normalfall, dass es halt einfach erstmal Jahre braucht. Wenn ich aber schon sehr frühzeitig jemanden habe, der mich betreut, spare ich mir schon mal Jahre an Eigenarbeit. Und wenn ich dann noch jemanden habe, der es vormacht, wie man erfolgreich sein kann und seine Strategien so weitergibt, dass die Person sie auf ihre eigene, ganz persönliche, individuelle Art und Weise selber ummünzen kann, dann macht sie ihrs, also kopiert nicht meins, weil das ist das, was draußen gerade ganz viel machen. Sie kopieren das, was sie von ihren Mentoren bekommen. Nein, du machst deins auf deine ganz persönliche Art und Weise mit den Vorgaben, die du bekommen hast. Also auch so wie ich das mache, wenn ich meine Mentoren habe, dann gucke ich mir genau an, was machen sie wie, dass sie auf ihre Art und Weise so unglaublich erfolgreich sind. Und dann gucke ich mir das ab, was ich für mich nutzen kann, um es in meinem Business auf meine ganz persönliche Art und Weise umzusetzen. Weil dann, und jetzt komme ich wieder zurück, bin ich auch wahrhaftig. Ja, sehr schön. Also das ist genau auf den Punkt gebracht. Also das eigene, die eigene Personality und die eigenen Gefühle mit reinbringen ins Business und nicht irgendein starres System nachleben und kopieren. Das funktioniert einfach, das funktioniert nicht. Das ist Das habe ich vorbei. gemacht. Das habe ich 2018 gemacht. Ich hatte vorher auch immer mir alles selber angeeignet, weil ich kein Geld ausgeben wollte. Irgendwann habe ich gesagt, das macht so gar keinen Sinn. Da bin ich ein Jahr noch dabei, weil Online-Marketing verändert sich ja alle halbe Jahre. Und habe mir dann halt die Konzepte der erfolgreichsten Online-Marketer gekauft, habe die genommen, habe selber ein eigenes Konzept aufgebaut und habe aber irgendwann festgestellt, ey, das ist so technisiert. Das kann ja gar keiner nachmachen, wer sich nicht ein bisschen darin auskennt. Da musstest du so viele Programme haben und dies und jenes. Da sind viele einfach völlig überfordert. Deswegen habe ich das alles über Bord geschmissen. Ich mache heute auch nur noch organischen Aufbau. Ich mache keine Facebook-Ads oder ähnliches, was ja ganz viele machen, sondern baue alles organisch auf, weil es einfacher nachvollziehbar ist und mit so gut wie null Technik. Klar, ein bisschen was braucht man. Man braucht vielleicht ein E-Mail-Programm oder so. Man muss dann dieses Social Media Tool, was ich nutze, ob das Facebook, Instagram, LinkedIn ist, muss ich natürlich kennen. Aber das war's. Mehr nicht. Und das macht es so leicht, heute dem zu folgen. Und wenn ich dann sehe, wow, die Frauen schaffen es tatsächlich. Also ich denke gerade an eine Kundin, die gerade angefangen hat bei mir und die so schnell in die Umsetzung geht, die so viel Freude daran hat, das wirklich in die Welt zu tragen, wo sie mir dann jeden Monat, weil ich begleite die meistens noch ein halbes Jahr im Nachhinein, wo sie mir dann jeden Monat erzählt, was sie wie schon alles gemacht hat, wo ich denke, ab, das habe ich damals nicht gemacht. Und das ist einfach total schön. Und die dann da so begleiten zu können, ist einfach wow. Gerade, das mag ich mal eben schnell erzählen, vor ein paar Tagen, vor 1 oder 2 Wochen hat mich auf LinkedIn eine Frau angeschrieben, die ich als Kontakt auch habe. Es gibt den, oh, wie heißt der? Es gibt den weltweit größten Investoren-Pitch. Ich weiß nicht, mir fällt der Name da gerade nicht ein, wo halt Gründer und Gründerinnen vor Investoren pitchen, ähnlich wie die Höhle des Löwen, nur halt dann eben online und das auf der gesamten Welt, nicht nur in Deutschland. Und Frauen haben daraus, weil sie gesehen haben, dass gerade mal 16% Gründerinnen sind, eine Initiative, die heißt Hashtag 25 to 25, gegründet, die da heißt, wir wollen
bis 2025 diese Zahl auf 25% steigern. Und deswegen gibt es im Rahmen dieses Riesen-Pitches, der am 30.06. stattfindet, weltweit den sogenannten Female Founder Pitch. Wir nämlich Gründerinnen, die unterstützt werden von Mentoren, damit sie diesen Pitch auch gewinnen. Und da wurde ich tatsächlich ausgewählt, bin ich mega dankbar, so mein Social Business, was ich dann betreibe, denen halt einfach zu helfen, dass sie definitiv diesen Pitch gewinnen. Und wie schön ist das denn, wenn du nicht zur Bank gehen musst, wenn du nicht dein eigenes Geld irgendwo hervorkramen musst, deine Ersparnisse aus Fonds oder was auch immer, oder das Erbe von Mama, von den Großeltern, nicht gerade Mama, sondern tatsächlich einen Investor findest. Wie schön ist das denn, wenn die Investoren auch erkennen, Frauen haben so tolle Ideen und die gehen so sehr daran, auf ihre persönliche Art und Weise, das in die Welt zu tragen. Wow. Das ist einfach was, wo ich jetzt, schade, die Bewerbungsphase ist jetzt vorbei, ansonsten hätte ich gerne noch weitergegeben. Aber wo ich einfach sage, wow, da darf es echt noch viel, viel mehr geben. Wie schön wäre das, wenn immer mehr Frauen Gründerinnen werden, wenn sie sich trauen, auch wenn sie alleinerziehend sind, in diese Gründung hineinzugehen, einfach weil sie es können. Frauen sind, das mit dem Multitasking fähig, das lasse ich mal raus, weil das ist. Sind Männer auch, wenn sie nämlich Auto fahren, dann können sie ganz viele Sachen gleichzeitig machen. Aber eigentlich können sie es nicht, weil wenn es darum geht, 100% Fokus zu halten, können sie nicht mehr andere Dinge parallel machen. Ich kann mich nicht ums Kind kümmern, und gleichzeitig mich auf das Live-Zoom hier konzentrieren. Also da spätestens da merken war, wenn ich eine starke Konzentration brauche, bin ich nicht mehr multitaskingfähig. Aber ist auch egal, weil es geht einfach darum, dass sie dennoch in der Lage sind, trotz der Erziehung von teilweise mehreren Kindern ihr eigenes Ding zu machen. Und da sage ich nur, ey, Hut ab. Super, super schön. Ja, da wird eigentlich also richtig deine Vision klar. Ich denke, deine Vision ist wirklich, die Frauen ja zu ermächtigen, dass sie wirklich ins Tun kommen, ins Umsetzen kommen, nicht gebremst werden und dann wirklich ja ihr wahres Selbst leben können, erfolgreich in Freude und Spaß haben einfach und ohne Limitierungen oder Behinderungen durch andere wirklich durchstarten dann letztendlich. Genau, nur dass ich sie nicht ermächtige, weil dann kommen sie nicht in die Selbstverantwortung, sondern dass ich ihnen lediglich mich und meine Tools zur Verfügung stelle, damit sie sich selbst ermächtigen. Also, Dann wird dann ja. Schuh draus, weil dann kann ich sie auch relativ schnell wieder rauslassen. Was ich überhaupt nicht mag, ist, wenn ich Menschen über ein Jahr oder was ich wie lange dann begleite, nicht weil es sinnvoll und wichtig ist, sondern weil sie es selber nicht hinbekommen. Aber ja, man kann nicht so. Das ist der Grund, warum ich auch mit erfolgreichen Frauen arbeite, weil die wissen, wie sie es umsetzen können. Und das ist halt das Schöne. Und eine Gründerin, die vielleicht gerade erst anfängt, aber diesen Biss hat, das wirklich auch zu wollen auf ihre Art und Weise, begleite ich dann natürlich super, super gerne. Ja, es ist ja auch so, das Wichtigste ist wirklich aus Durchhaltevermögen, dass man nicht einfach jetzt 2, 3 Monate in die Richtung geht und dann plötzlich bleibt man stehen und hört auf. Und vielleicht hätte gerade noch ein Schritt gefehlt zum Durchbruch oder zum Ziel oder zu wirklich dem, wo man schon lange reinspürt und sich vorstellt und fühlt und einfach aufhören. Das ist so schade. Und die sind ja dann für Jahre frustriert und sehen sich als Versager ein Stück weit. Aber man kann immer weitergehen, man kann sich auch immer wieder anpassen, wenn man lernt auf dem Weg dann, wie es noch leichter geht oder schneller geht. 80% der Gründe, warum Gründerinnen und Gründer in den ersten 1, aber auch 2 Jahren aufgeben, ist tatsächlich, weil sie nicht das Durchhaltevermögen haben. Ja, das ist so. Und das ist auch der Grund, warum ich mit jeder Frau, die zu mir kommt, vorher ein extrem intensives Gespräch führe, weil ich genau das rausfinden möchte. Und wenn ich halt herausfinde, dass Frau doch mehr sicherheitsorientiert ist, dann rate ich ihr davon ab. Es macht einfach keinen Sinn. Das bemerke ich immer wieder, wenn eine Frau, die sehr sicherheitsorientiert ist, hinausgeht und ihr eigenes Business hochziehen will, die Chance, dass das so gut funktioniert und nicht in Liebelei ausartet, ist einfach relativ hoch. Und das wäre schade drum. Dann sage ich ihr lieber, hey, dann guck, da begleite ich dich auch gerne bei, dass du einen Job kriegst, der dich auf allen Ebenen erfüllt. Wo du angestellt bist, dann ist das Sicherheit. Naja, gut, Sicherheit ist ja auch relativ, ne? Weil gerade in der heutigen Zeit kriegen wir mit, dass Sicherheit sehr relativ ist. Aber nichtsdestotrotz, zumindest hast du das Gefühl von Sicherheit. Das ist einfach dann viel, viel schöner.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also wenn das Mindset nicht passt, dann wird es halt wirklich zäh und dann muss man sich dann auf dem Weg ja auch immer mehr wieder anpassen, dass man nicht ins Alte zurückfällt. Und was ich auch immer feststelle bei Kundinnen, sage ich mal, dass dann das Umfeld sich auf sie stürzt. Das heißt, in dem Moment, wo sie sich zeigen, wo sie sagen, hier ist meine Website im Facebook, mein Profil ist optimiert, das ist meine Botschaft, ich brenne dafür, ich bin Experte, kommt sofort die alte Welt, sprich Verwandte, sogenannte Freunde und sagen, ja, das geht ja gar nicht, kannst du das überhaupt? Wer glaubst du denn, wer du bist? Hast du nicht genug Geld, genug Einkommen, jetzt möchtest du noch mehr verdienen, das geht ja alles gar nicht. Es fragt aber niemand dabei, willst du das wirklich? Erfüllt dich das? Macht dir das Spaß? Das spielt gar keine Rolle. Die sind alle nur am Bremsen. Und oft oder manchmal kippen Leute dann wirklich um und gehen zurück ins Alte und sind total frustriert. Deswegen ist es so wichtig, das richtige Umfeld zu haben. Ne? Den Satz von Jim Rohn, glaube ich, die meisten, du bist das Ergebnis der 5 Menschen, mit denen du dich ständig umgibst. Da steckt sehr, sehr, sehr viel Wahrheit dahinter. Und das andere ist, ja, du wirst höchstwahrscheinlich, es sei denn, du hast sehr an deinem Umfeld gearbeitet, auf Widerstand stoßen. Und deswegen ist das so wichtig. Und das mache ich natürlich auch, während der Zeit ein so starkes Selbst aufzubauen, dass du dich nicht davon beeinflussen lässt. Und das ist ja das, was den Unterschied macht. Ich habe hier eine Riesenlitanei an Biografien erfolgreicher Menschen, weil ich das liebe, zwischen den Zeilen zu lesen, was haben sie wie gemacht, dass sie so erfolgreich geworden sind. Und es ist immer das Gleiche. Die meisten, auch in Richard Branson oder wie sie alle heißen, Steve Jobs, mussten sich durchsetzen gegen andere. Und das gehört einfach mit dazu. Und deswegen ist es nicht wichtig, sich ein dickes Fell anzueignen. Das wäre wieder so ein klassischer Spruch, sondern wichtig, das Innerste so stark zu machen. Deswegen mein höchster Wert, emotionale Freiheit, dass mich die Resonanz im Außen nicht mehr stört. Ja. Dass du gar nicht reagierst, wenn jemand dann kommt und will dir irgendwas ausreden oder so, dass du und oft sind es ja dann gar nicht die Experten, die dich stoppen, sondern das sind Leute, die sich eigentlich gar nicht auskennen, die gar noch nie selbstständig waren. Die probieren dir dann zu erklären, wie ein Businessaufbau funktioniert oder warum du das nicht machen sollst. Das ist ja schon drollig. Also da kann man manchmal ja auch echt schmunzeln, was da so passiert. Und eben dieser Spruch, auch von früher gab es ja diesen Spruch, wenn dann die Oma einmal wieder gesehen hat, so zum Abschied hieß es ja immer, bleib so, wie du bist. Und das finde ich ja total furchtbar. Also letztendlich muss ja die Oma wünschen, ich wünsche dir nur das Beste und geh deinen Weg und entwickel dich weiter und hab Spaß im Leben und dass alles in Erfüllung geht, was du manifestierst. Das ist doch eigentlich ein Wunsch und bleib so, wie du bist, ist ja wirklich, ja, also das macht gar keinen Sinn, sowas. Aber das verankert sich dann bei den Kindern, wenn das die Oma jedes Mal gesagt hat, dann denkt das Kind, ja, wenn ich so bleibe, wie ich bin, dann ist die Oma happy und dann muss man das erstmal auflösen. Ja, gebe ich dir völlig recht. Und deswegen, na, kommen wir wieder zurück. Es ist so wichtig, herauszufinden, wie ticke ich überhaupt und warum gehe ich, mache ich das so, wie ich es mache. Was mich noch zum Schluss interessieren würde, wie sehen denn deine weiteren digitalen Pläne aus? Ganz einfach. Ich mache ja einmal im Monat den Experten-Talk, wo ich immer 3 Experten einlade zu einem ganz aktuellen Thema. Im Juli, 6. Juli, ist das Thema Personal Branding, Positionierung, Sichtbarkeit. Ein bisschen über das, was wir gerade gesprochen haben. Und Ende Juli, genau, 26. bis 30., glaube ich. 26, genau, die letzten Tage im Juli gibt es das sogenannte Shiro Summer Business Bootcamp. Das ist ein 5-tägiges, sehr intensives Bootcamp, wo wir daran arbeiten, dass man sein eigenes Business entweder aufbauen kann, wenn man es alleine machen möchte, ausbauen kann, wenn man es möchte. Jeden Tag 2 Stunden, also sehr intensiv, kostenfrei. Und sehr gerne lade ich jeden ein, vorausgesetzt du bist Frau, die daran teilnehmen möchte. Gebe ich auch sehr gerne. Ich überlege gerade mal, wie wir den Link am besten machen. Siranus.com, darüber findet man mich auch. Das ist meine Webseite. Siranus.com/
SSBB, da steht, ne, Shiro Summer Business Bootcamp. Und ist das okay, wenn ich dich als CSD bezeichne? Ja. Ja, dann also SSBB unterstrich CSD, nämlich für Klaus-Stefan Dobmann. Und damit meldest du dich dann an. Das wird der Link sein, mit dem du dich anmelden kannst. Und dann hast du wirklich die Chance, mich 10 Stunden live zu erleben. Ich werde Gäste mit dabei haben, sehr tolle Gäste mit dabei haben, Experten in ihrem Bereich. Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, mit dem, was ich selber gelernt habe, das werden ganz, ganz tolle Tage werden, vorausgesetzt, du möchtest auch eben dein Business auf- oder ausbauen. Da lade ich sehr gerne zu ein, jeden Abend 2 Stunden. Eine tolle Woche. Ja. Ja, und das verlinken wir dann auf jeden Fall in den Shownotes. Gerne. Dann kann jeder darauf zugreifen. Ist jetzt auch noch Zeit, dass man das entsprechend einplanen kann. Es ist ja dann noch über einen Monat Zeit. Und also ich denke, das ist auf jeden Fall ja sehr verändernd. Also auch bei mir persönlich, also 2011 hatte ich also auch ja, das Vergnügen, das Buch oder alle Bücher zu lesen von Cyranus, die es damals gab. Ich weiß noch, ein rotes und ein blaues gab es da. Und das hat mich also auch sehr fasziniert, diese Welt. Und es gab dann auch so eine Art, ja, erstes Zoom damals, das war nur mit Ton, aber das war wirklich der Hammer, als wir dich gehört haben und da Übungen gemacht haben. Das war so schön. Also möchte ich mich auch nochmal recht herzlich bedanken, auch im Namen meiner Frau. Also das war wirklich wegweisend. Und als man dann, sage ich mal, auch ja, im gewissen Maße schon die Energie ein bisschen gespürt hat, so wie es ein Informatiker halt macht, normal gibt es 0 und 1 und hat man gemerkt, ah, da gibt es vielleicht die 0,5 irgendwo. Und da war das natürlich ganz was Besonderes, weil das konnte man sich damals ja gar nicht erklären zu dem Zeitpunkt, wo das herkommt. Und war dann für mich ja auch so eine erste Spur, die dann ja aufgegangen ist. Magst du denn zum Schluss noch ein Appell, ein Schlusswort an unsere Zuhörer richten? Ja, super gerne. Ich habe zwei Lebensmottos, die mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin, wo Sie sind auch schon, wo ich heute bin. Das erste ist, aufgeben ist keine Option. Das ist so etwas, was mich beispielsweise 2018 auch auf den Kilimandscharo gebracht hat. Ohne das wäre ich da sicherlich nicht hochgekommen, weil das mördermäßig anstrengend gewesen ist. Und das zweite ist, alles ist möglich. Und von daher meine Empfehlung, gerade in der jetzigen Zeit, erlaube dir an das ehemalige Toyota-Prinzip, nichts ist unmöglich. Ich gehe in die andere Richtung, in die positive Richtung. Alles ist möglich zu glauben, denn Wunder sind nur so lange Wunder, wie sie noch nicht wahr geworden sind. Und wir haben sicherlich jeder von uns schon so viele Dinge erlebt, wo wir uns vorher nicht vorstellen konnten, dass die wahr werden können. Und sie sind wahr geworden. Und deswegen, das ist das, was mich immer wieder neue Wege gehen lässt, was mich jeden Morgen motiviert sein lässt, zu wissen, alles ist möglich. Ich habe mit Menschen in meiner Transformationsarbeit schon an allen Themenstellen gearbeitet. Völlig egal, wie tief das Trauma sitzt, völlig egal, wie schlimm es ist, völlig egal, wie kompliziert es zu sein scheint, völlig egal, wie lange es schon in deinem System ist. Ich weiß, ich kann es lösen. Und diese Selbstverständlichkeit, die vielleicht für einige für arrogant klingen mögen, habe ich mir geholt, weil ich einfach über die 15 Jahre jetzt oder 20 Jahre bald diese Erfahrung gemacht habe. Ich weiß für mich, es gibt nichts, was ich nicht angehen kann. Und das ist sowas, wo ich merke, wow. Und diese Selbstverständlichkeit sollte eigentlich auch ein Buchtitel von mir werden. Ich habe das Prinzip Selbstermächtigung rausgebracht, 2016, glaube ich. Und danach sollte das Prinzip Selbstverständlichkeit kommen. Dann kam aber anderes dazwischen. Und genau darum geht es, eine immer stärkere Selbstverständlichkeit zu bekommen. Der Satz ist jetzt etwas länger gerade geworden. So wie das morgendliche Zähneputzen. So wie wir wissen, dass die Sonne aufgeht oder wie jetzt fast untergeht. Dass es auch völlig selbstverständlich ist, dass ich erfolgreich bin. Dass es völlig selbstverständlich ist, dass ich den besten Partner an meiner Seite habe. Dass es völlig selbstverständlich ist, dass ich gesund bin. Und wenn wir daran tatsächlich glauben, in der Tiefe, hier im Herzen daran glauben, dann könnte es passieren, dass das wahr wird. Vielen, vielen Dank, lieber Cyranus, für dieses schöne, schöne Gespräch. Und ich bin nun am Ende dieser Folge angelangt. Ich selbst habe mich ja die letzten Monate intensiv mit ja, Energie beschäftigt und auch mit dem Thema Facebook, was denn 5D-Energie in Facebook-Profilen machen kannst. Wenn du mehr darüber
wissen magst, habe ich auch noch einen Link. Das ist klaus-stefan-dufner.com/wf, also wie Webinar Facebook. Da kannst du die Aufzeichnung vom Webinar schauen, wenn dich das interessiert. Und ja, vielen Dank und es würde mich sehr freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und ja, von uns, macht's gut, ciao. Ciao, ciao.